Als Ende des 19. Jahrhunderts der Hafenbau begann, zogen viele Arbeiter, vor allem aus den Niederlanden, nach Münster und legten damit den Grundstein für Kleinmuffi. Klein Muffi brachte das ein oder andere Original hervor. Die soziale Seele des Viertels war zu seiner Zeit Pfarrer Heinrich Eltrup. Er galt selbst bei Nicht-Katholiken als engagierter Seelsorger. Auch heute noch hat die Herz-Jesu-Kirche einen hohen Stellwert für dieses Viertel. Es gibt hier so in diesem Viertel eine ganz besondere Geschichte, die hat damit zu tun, dass der Kanal gebaut wurde. Als der Kanal gebaut wurde, hat man viele Arbeitskräfte aus dem Inland, aber auch aus dem Ausland angezogen. Und die Leute haben sich dann hier sozusagen niedergelassen, haben hier gewohnt. Dazu gehörten die Niederländer, dazu gehörten viele jüdische Mitbewohner, dazu gehörten Spanier, Portugiesen. Und jeder hat sozusagen in seiner Muttersprache immer noch gesprochen. Daraus hat sich hier eine eigene Sprache entwickelt, die sich Masematte nennt. Und dadurch, dass hier der Kanal gebaut wurde, hat es leider auch einige Menschen angezogen, wo wir heute sagen würden, die so anrüchigen Geschäften und Berufen nachgegangen sind. Das heißt, es hat ja auch viele Verbrecher gegeben, angeblich. Und dieses Jesuviertel lag damals vor den Toren der Stadt Münster. Und niemand wollte so dieses Stadtviertel haben, als es hochgebaut wurde. Aus diesem Grund griff der preußische Staat im Jahre 1903 ein und beschloss, dass das heutige Herz-Jesu-Viertel zu Münster gehören sollte. Um einen sogenannten Fingerzeig Gottes zu haben, baute er die höchste Kirche Münsters, welche sie mit knapp 97 Metern auch heute noch ist.